Im dritten Teil behandeln wir die Situation, wo man bergauf spielen muss, wo das Gewicht auf dem hinteren Fuß ist. Und das wiederum ist eine gefährliche Situation für uns Golfspieler, dass wir unseren Schwerpunkt vom Riesenrad, wenn wir den Golfschwung nachher machen wollen, dass die Schwerkraft uns nach hinten zieht und wir den Schläger nachher dann schnell auf diese Seite nicht mehr nehmen, viel mehr Gewicht auf dem hinteren Fuß nachher haben, das Riesenrad dreht sich zu fest nach links ab und unsere Bälle gehen auf die linke Seite weg. Jetzt, damit man einfacher bergauf kommt und dann richtig drehen kann, lohnt sich je nachdem, wenn es steiler wird, dass man den Vorderfuß ein bisschen von dieser Linie hier wegnimmt, damit man nachher besser den Hang auf dann drehen kann. Wichtig dabei ist aber, dass ihr die Schultern das quer haben zu eurem Ziel, dass ihr nachher mit dem Gewicht könnt, mit dem hinteren Fuß nach oben abstoßen, damit ihr genug Druck und die Hände vor dem Ball könnt haben, damit das Gewicht vorkommt und den Ball nach einem richtigen Ziel könnt abgeben könnt. Also je nachdem, wie steil das ist, nicht parallel herstehen, sondern den Vorderfuß ganz leicht öffnen, damit ihr mit dem hinteren Fuß, wenn ihr nachher euer Riesenrad bewegt, dass ihr nicht zu gross da eine Veränderung bekommt, könnt richtig abstoßen gegen vorne, am Ball herkommen und nachher eine erste Drehung reingehen, wenn ihr den Ball in die Richtung abgegeben habt, sodass euch nachher die Schwerkraft nicht zu fest auf dem hinteren Fuß verwünscht und ihr nachher die Balance verliert und hinter sie fallt. Wenn man aufspielt, geht es noch darum, dass man die Fahnenpositionen ein bisschen anschaut. Wenn die Fahne vorne ist, kann man durchaus mit einem höheren Approach hineinkommen. Dann kommt er oben ab und bleibt in der Regel aufgrund von dem nachher stehen. Wenn die Fahne in der Mitte innen ist, müsste man so ein bisschen mit einem Medium-Ballflug hineinkommen, dass er dann die Chance hat, oben mehr auszurollen. Und wenn die Fahne ganz da hinten ist, dann müsste man eher flächer hineinspielen, damit er nachher dann auf das Grün kommen kann und gegen hinten ausrollen kann. Also Fahne vorne könnt ihr mehr Luft nehmen, Fahne in der Mitte etwas weniger Luft nehmen, Fahne ganz hinten könnt ihr noch weniger Luft nehmen. Einfach gut schauen, dass ihr mit genug Luft, aber auch dort arbeiten könnt, dass ihr euch nicht vorne runterkommt und dass ihr nachher den Ball das nicht schafft, auf das Grün raufzukommen. Also dort den richtigen Schläger wählen, damit ihr nachher dann an die einzelnen Fahnen herkommt. Jetzt, wie sieht das aus mit dem Golfschläger? Ich kann also hier herstehen, tue ich mein Riesenrad zusammen mit dem Golfschläger auf die gewünschte Richtung nachher dann einstellen. Wenn es jetzt hier auch noch eine Neigung drin hat, rauf und leicht nach rechts hängend oder leicht nach links hängend, dann müsste ich die zwei Sachen, die ich in den ersten zwei Beiträgen erklärt habe, mit integrieren in den Schlag. Jetzt geht es aber eigentlich nur gerade rauf. Das heisst, ich kann den Schläger einstellen auf mein Ziel, kann mein Riesenrad nachher dementsprechend parallel dazu herstellen. Damit ich einfacher den Berg aufkomme, mache ich den Vorderfuß leicht auf, aber nicht die Schultern. Wenn die Schultern nachher mit aufgeht, dann drehe ich mich auch zu früh nachher ab nach links. Schaue also die Schultern, schauen, dass sie parallel ist zu der Spiellinie. Ich kann nachher dann in den Rückschwung, stoße mich nachher gegen vorne ab, kann die Hände das nachher schön vor dem Ball lassen. Trifft optimal, wenn ich vorher zuerst teste, wo der Bodenkontakt müsste sein. Immer zwei Probeschwünge machen, kann dann nachher in die gewünschte Richtung abgeben, bevor ich nachher dann ausdrehen und ins Finish gehe. Ich zeige das noch schnell aus einer anderen Kameraperspektive, damit ihr nachher auch das noch von dieser Seite anschauen könnt. Von da sieht man hoffentlich gut, dass wenn ich parallel herstehe und mich nachher dann da drauf kämpfe, dass ich fast nicht drehen kann. Und wenn ich nachher dann zu früh den Körper öffne und mit zu viel Gewicht gegen hinten komme, dann dreht es mich nachher dann aufgrund von der Anziehungskraft zu fest nach hinten. Mein Riesenrad dreht sich zu schnell nach links ab. Der Schläger macht folglich nachher mit und ich verziehe Ball nach links. Als Rechtshand-Golfspieler und umgekehrt für die Linkshand-Golfspieler. Damit mir das nicht passiert, mache ich den Vorderfuß ganz leicht auf.
die Schulter parallel, kann nachher dann besser gegen vorne abstoßen, so dass ich den Hang drauf komme und erst später, nach dem Kontakt mit dem Ball, mich nachher abdrehen tue. Es ist also ein bisschen ein Kampf, wenn man bergauf spielen muss. Man muss nicht nur den Golfschwung um sich herum machen, sondern man muss das Gewicht, sein Eigengewicht, muss man den Berg draufstemmen. Wenn einem das nicht gelingt, dass man draufkommt, den Berg drauf und es einem nachher dann zu früh wegdreht, dann kann das nachher dann sein, dass die Bälle entweder dort oder dort hergehen. Auf jeden Fall nicht als gewünschten Ort, wo ihr nachher dann möchtet. Ausser ihr habt riesen viel Glück gehabt dabei. Wenn man das noch mit dem Schläger anschaut, dann sieht das wie folgt aus. Ich kann hier die Einstellung so machen, dass der Schläger aufs Ziel zeigt. Zuerst kann ich mich parallel herstellen mit allem, dass mein Riesenrad nachher richtig ausgerichtet ist, richtig Ziel. Wenn ich jetzt den Vorderfuß nicht zurücknehme, dann sieht das nachher so aus. Ich kann mich zu wenig gegenüber stoßen, ich drehe mich zu früh ab, der Schläger kommt dementsprechend schon mit. Ich gehe immer mehr auf den Hinterfuß und irgendwann brauche ich nachher dann den Vorderfuß wieder, um mich da abfangen, damit ich nicht hinterher gehe und mich allenfalls da würde ich verletzen dabei. Damit ich das nicht kompensieren muss, Schläger aufs Ziel, das Riesenrad auf die Linie schön einstellen, den Vorderfuß leicht zurücknehmen, so dass ich nachher mit dem Gewicht, dass ich mich gegenüber abstoßen kann, die Hände vor dem Ball haben kann, der die gewünschte Richtung abgeben und nachher erst abdrehen. Jetzt habe ich die Chance, dass ich auf dem vorderen Bein stehen bleiben kann und mir droht kein Absturz oder ein Verlust der Balance, den ich nachher kompensieren und abstützen mit dem vorderen Bein. Also wichtig ist, wie wir in den ersten Beiträgen immer gesehen haben, wir wollen den Bodenkontakt erreichen, wir wollen mit den Händen immer vor dem Ball sein und mit dem Gewicht immer vorne sein, wenn wir den Golfschwung nachher ausführen tun. Viel Erfolg beim Training. Beim nächsten Beitrag geht es um Hang abwärts lagern. Freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.